Ja, willkommen Freunde der analogen Unterhaltung zu einem neuen First Look Let's Play hier aus unserem Hotelzimmer von der Gen Con 2015 in Indianapolis. Und zwar haben wir hier Barony von Marc André, dem Autor von Splendor, erschien bei Matagot. Hier in Amerika ist es bei Asmodee im Vertrieb, aber in Deutschland wird es dann bei Pegasus kommen, weil Matagot eben bei Pegasus beheimatet ist bei uns. Ja, und es ist ein Siedler-ähnliches Eroberungsspiel, Area-Control-Spiel. Wir müssen hier auf diesem Spielplan mit ihren verschiedenen Landschaftssorten gleich Städte errichten und Siedlungen errichten und so Befestigungen können wir bauen. Außerdem haben wir so Ritter, die reiten dann hier so rum. Und mit diesen Rittern können wir nicht nur andere Ritter angreifen, wir können gegnerische Siedlungen erobern, wir können dann aber auch diese Ritter, quasi sind so ein bisschen wie die Siedler bei Civilization, die können sich dann verwandeln in neue Siedlungen oder neue Festungen bauen. Und das alles machen wir, um dann später hier auf dieser Wertungsleiste hier, das ist, starten wir natürlich auf Null. Hier wollen wir vorankommen. Das Spiel endet, wenn jemand hier auf einer von diesen drei hier hinten angekommen ist. Dann wird die Runde noch zu Ende gespielt und am Schluss gewinnt dann der mit den meisten Siegpunkten. Die Regeln sind total schlank, ganz ähnlich wie bei Splendor. Hat Marc André hier wieder ein Spiel gemacht, was die Regeln wirklich einfach erklärt sind. Wir machen jetzt am Anfang so eine kleine Setzphase, ganz ähnlich wie bei Siedler. Kron fängt an und er wird jetzt zunächst mal eine Stadt und einen Ritter setzen. Dann komme ich dran und werde drei Städte und drei Ritter setzen. Und dann darf Kron seine letzten beiden auch noch setzen. Also man setzt am Anfang einfach drei Städte mit jeweils einem Ritter auf der gleichen, auf dem gleichen Feld. Man muss bei dem Spiel eigentlich vor allem nur so ein paar Regeln, so ein paar ich darf irgendwas nicht machen Regeln beachten. Zum Beispiel darf man natürlich nicht aufs Wasser bauen, seine Stadt darf nicht im Wasser stehen. Städte dürfen nicht auf Wäldern stehen, sie dürfen auf Gebirgen stehen, aber nicht auf Wäldern. Und natürlich dürfen keine zwei Städte direkt angrenzen. Profitiert man sonst irgendwie von diesen? Nachher ist es halt so, beim Setzen nicht unbedingt, aber nachher ist es halt so, wenn man nachher diese Tokens hier verdient, indem man zum Beispiel einen Ritter in eine Siedlung oder in eine Festung umbaut, dann spielt es eine Rolle, wo das passiert. Und da sind halt die Gebirge geben da am wenigsten Punkte, dann kommen die Wälder, dann die Wiesen und am wertvollsten sind halt diese kultivierten Ackerflächen. Na, alles klar, Na, dann also werde ich meine da willst du Stadt vielleicht hinkommen. hier hinbauen. Also das bringt dir aber dann quasi nichts, das ist nur, wenn du neu da gründest quasi. Ne? Also Ach, die nur wenn ich. Stadt ist quasi nur, wo Ah. du halt anfängst, dich auszubreiten. Also vielleicht ist dieses Gebiet hier, Verstehe. wo es ziemlich viel Acker gibt, ist vielleicht wertvoll. Vielleicht sollte man da irgendwie in der Nähe sein. Dann werde ich jetzt Aber hier meine erste Stadt gründen ja, am Wasser. das ist übrigens auch gut, dass du am Wasser Ja. bist, weil dann kriegst du, wenn es gibt dann so eine Aktion, wo man neue Ritter bekommen kann und man kann entweder bis zu zwei Ritter bekommen normalerweise, aber wenn man im Wasser angrenzt, dann kann man da drei Ritter bekommen. Fragt sich warum. Kannst du anheuern Ja, über Wasser ist Leben. so Seeräuber anheuern. Na gut, du hast es da hingesetzt. Okay, dann werde ich jetzt einfach gleich mal weitermachen. Ja, ich glaube, das ist nämlich nicht schlecht. Das war ein guter Platz hier direkt am Genau, Wasser und am. direkt an den riesigen Feldern, Die Frage, weil ich wo könnte das schon. Flachs wächst. Aber guck mal, ich werde jetzt hier einfach Ja. mir das nicht gehen lassen, hier auch am Wasser einfach mal zu Genau, sein. und direkt angrenzen, muss quasi einen Abstand halten zu Genau, einer anderen genau. Stadt. Darf ich aber meine zwei anderen sogar auch gleichsetzen, weil ich quasi ja hinten bin? Ich werde auf jeden Fall mal hier rüber gehen. So. Und ach, ich breite mich jetzt einfach mal wild irgendwo aus. Ich meine, ich will einfach mal hier so in der Mitte sein. So, jetzt darfst du deine letzten beiden noch setzen. Gehe ich mit einer nach hier hin. Und mit der anderen. Darf ich auch in dem Gebirge theoretisch Ja, anfangen? du darfst nur nicht im Wald bauen. Oh, sorry.
schon gekämpft. Okay, damit ist die Einsatzphase jetzt schon rum. Und jetzt fängt das Spiel schon an. Du bist Startspieler und es ist ziemlich einfach. Jeder hat hier so ein Tableau, ich zeig's mal hier so. Und wenn man dran ist, macht man einfach eine Aktion. Du bist und aber nicht so hübsch wie ich, guck. Nee. Ich wollte auch irgendwie ein hübscherer, ein anderer Ritter sein, aber ich bin ja grün und der Grüne ist irgendwie der Grüne ist ein bisschen verschroben. Na gut, auf jeden Fall, hier auf dem Tableau sind einfach 6 Aktionen drauf. Und es ist das Spiel spielt sich einfach so, wenn du dran bist, machst du einfach eine Aktion. Wir gehen sie ganz kurz durch, damit wir wissen, was passiert. Du kannst entweder rekrutieren, das ist einfach, du wählst eine Stadt aus, kriegst da 2 Ritter, wenn sie normalerweise irgendwo stehen, wenn sie am Wasser steht, kriegst du 3 Ritter auf diese Stadt mit dazu. Dann kannst du dich bewegen, und zwar kannst du mit bis zu 2 verschiedene Ritter ein Feld weit bewegen. Du kannst nicht einen Ritter 2 Felder weit bewegen. Okay. Und da gibt es einfach auch ein paar Restriktionen. Du darfst nicht auf eine gegnerische Stadt ziehen, du darfst nicht auf eine gegnerische Festung ziehen, du darfst nicht auf ein Feld ziehen, wo eine Stadt und ein Ritter des Gegners steht. Du darfst nicht auf ein Feld ziehen, wo 2 gegnerische Ritter stehen. Außerdem darfst du nicht auf ein Gebirge ziehen, wo eine Stadt oder ein Ritter steht. Also der ist einfach halt befestigt. Da darf man eben auch nicht zu einem einzelnen Ritter. Genau, ziehen. Genau. Und darfst natürlich nicht aufs Wasser ziehen, ganz simpel. Außerdem ist es so, wenn du mit den Rittern ziehst und eben auf dem Feld ziehst, wo Gegner stehen, kann es sein, dass du damit einen Kampf auslöst. Es ist möglich, dass auf einem Feld einfach 2 einzelne Ritter stehen. Da passiert nichts, die bedrohen sich quasi gegenseitig. Aber wenn du wenn du 2 Ritter auf einem Feld hast, weil du zum Beispiel einen 2. reinziehst und ich nur einen, dann werden deine 2 Ritter mein 1 Ritter besiegen. Das gleiche passiert, wenn du 1 Ritter und eine Stadt hast und ich habe da 1 Ritter. Also wenn zum Beispiel eine Stadt, eine Siedlung da von dir ist, da steht ein Ritter von mir und du ziehst deinen eigenen Ritter da auch rein, hast da auch die Überzahl, wirst du mich auch platt machen. Außerdem kannst du, wenn du mit 2 Rittern in eine Siedlung von mir reinziehst, dann kannst du die auch erobern, kommt vom Feld. Und immer wenn das passiert, wenn du quasi so einen Kampf gewinnst... Wird dann aber nicht in eine von meinen verwandelt, sondern kommt vom Feld. Die machst du platt quasi. Und immer wenn das passiert, kriegen wir gleich nachher so eine Belohnung. Das werde ich dann gleich nochmal zeigen, was das heißt. Außerdem kannst du eben mit einer Ritter eine neue Stadt gründen. Nicht eine neue Stadt, sondern eben eine neue Siedlung oder eine Festung. Der Unterschied ist einfach der, die Festung ist halt einfach, die kann halt nicht eingenommen werden. Da kann man halt nicht hinziehen, aber die kann halt nicht in eine Stadt verwandelt werden. Nur Siedlungen können halt in eine Stadt verwandelt werden. Außerdem kriegst du dann auch immer eine Belohnung, wenn du das machst, also wenn du eine neue Stadt gründest. Das willst du eigentlich immer machen. Und außerdem eben kriegst du auch eine große Belohnung hier auf dem Wertungstableau, wenn du eine Siedlung in eine Stadt verwandelst, was du halt auch machen willst. Außerdem kannst dann bewegt man sich sogar tatsächlich, man fragt sich ja, was das für eine merkwürdige Siegpunktleiste hier ist. Aber wenn man jetzt so eine neue Stadt gründet, dann... kommt man quasi eine Reihe nach. Dann kommt man so rüber, genau. Nee, doch, stimmt. Sorry. Wenn man eine Stadt gründet, dann kommt man hier runter. Genau. Und wenn du nachher so Wertungsplättchen abgibst, da kommen wir nachher drauf, genau wie es funktioniert. Das ist die zweite Möglichkeit. Dann kann man tatsächlich hier, wenn du es dir nochmal anguckst, 15 kannst oder du mehr, hier so, genau. Kannst du hier so, so nach da fortschreiten, was natürlich die großen Schritte sind. Kauft eigentlich direkt. Man kann es auch irgendwie Plättchen im Wert von 16 abgeben, dann wird halt eins verfallen. Und man bewegt sich einfach schrittweise hier so. Du bist dran, würde ich einfach sagen. Lass uns einfach mal ausprobieren. Natürlich haben wir jetzt noch nicht so den strategischen Durchblick, aber ich denke, wir können euch auf jeden Fall zeigen, was hier passiert. Den habe ich nie. Was, ja? Achso, macht keinen Unterschied. Nee, ja, ich habe eine Aktion immer. Immer? Du hast einfach eine Aktion. Dann werde ich jetzt als erstes einfach mal die Geburtenrate ankurbeln. Du hast einfach mal... Hier, weil es am Wasser steht, kommen dann 3 Ritter dazu und es können beliebig viele Ritter auf dem Feld stehen. Es können beliebig viele Ritter auf dem Feld stehen, allerdings, du hast ja jetzt nur noch 1 Ritter im Pool. Ne? Ja, ja. Du kannst natürlich nur so viele Ritter aufs Feld bringen, wie du auch hast. Du machst einfach Ritter. Na ja, gut, okay. Okay, ich werde einfach laufen mal. Und ich laufe... Oh, das war zum Beispiel gar nicht gut hier hinten. Hier auf den ganzen, Waldflächen kannst du ja nichts bauen, ne? Das ist doch Nee, du kannst keine. Du kannst theoretisch. Man kann keine Stadt bauen. Stimmt, du kannst keine Stadt bauen. Du kannst aber eine Siedlung bauen. Ich kann da keine Siedlung umwandeln in eine Stadt offen. Und du kriegst ja dann immerhin auch so ein. Ja, man kriegt sowas. Stimmt. Ich kann nur keine Stadt bauen. So ist es richtig. Ja, da sieht man auch, das sind halt 2 Sorten.
Na gut, ich werde laufen. Ich werde einfach laufen. Ich laufe noch da. Das bist ja du. Und ich laufe noch da. Du bist dran. Ich laufe auch. Ich werde einmal mit dem hier in die Felder galoppieren. Und dann werde ich einmal mit dem hier in die Felder galoppieren. Mhm. Ich laufe nach da und nach da. Ich laufe auch nach da und nach da. So, ich gründe hier eine Siedlung. Wandle ich den um. Und bekomme halt Stoff. Ich bekomme jetzt dafür, weil ich hier das auf dem Ackerland gemacht habe, ein Ackerplättchen. Das ist eben, das sind dann diese zwei Werte drauf. Dieser Fünfer hier, der zählt später, wenn ich das im Spiel abgebe, um hier quasi voranzukommen auf der Leiste. Und drei Punkte wäre dieses Plättchen dann noch am Ende wert, falls ich es am Ende des Spiels noch habe. So, habe ich bekommen. Ich werde jetzt auch meinen hier einen Ritter in ein Dorf verwandeln. Ah, kriegt man da auch schon so ein Ding? Ja, ja, klar. Das habe ich bekommen, jetzt bekommst du das auch. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich werde jetzt einfach das hier gleich schon mal umwandeln. Ich baue jetzt einfach hier gleich eine Stadt. Ja, dann. Und dann heißt es, ich werde hier mit grün eins runtergehen. Genau. Ich laufe mit zwei Rittern. Von hier und nach hier. Bedrohlich. Ja, finde ich auch. Eine bewusste Demonstration meiner Stärke. Ich baue hier einfach eine Festung. Baronie. Eine Festung. Ist das eine Baronie, ja. Das ist, ja. Baronei? Baronie. Na, du bist am Anfang ein Baron. Ja. Ja, am Anfang bist du halt ein Baron und willst aber bist du König werden. Oh. Das ist quasi thematisch. Hier kann man es nochmal sehen. Du, die Krone, die wird immer irgendwie prächtiger. Am Schluss willst du König sein, am Anfang bist du einfach Baron. Da gibt es diese anderen, was weiß ich, Graf und also ich dachte jetzt, man will immer einen längeren Bart haben. Nee, nee, man will einfach aufsteigen in der Hierarchie. Hier, ja. Ich habe hier gebaut. Ich kriege ja auch, da kriege ich natürlich auch ein Plättchen, weil ich eine Festung gebaut habe. Du bist dran. Ein Dorf kann ich aber direkt neben einer Stadt gründen. Ich kann nur keine Stadt neben einer Stadt gründen. Oder müssen wir das? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Du kannst ein Dorf direkt neben der Stadt gründen. Dann würde ich jetzt da ein Dorf gründen. Ja. Nee, oder? Warte, lass mal kurz überlegen. Was kannst du machen? Wo treibst du dich denn da noch rum? Ja, das mache ich. Ich schicke das in ein Dorf. Dann habe ich nämlich nochmal so ein fruchtbares Ackerland besiedelt. Mhm. Ich rekrutiere mal drei. Auch am Wasser? Hier im Wasser mit drei. Spielt sich auf jeden Fall flott, kann man sagen. Spielt sich sehr flott, ja. Zack, 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 zack. Du hast da eine ganze Armee mit Rittern gebracht. Dann will ich doch mal mit dem. Weil das geht ja, dann würde ich doch jetzt noch hier hingehen. Mhm. Okay, dann zeige ich dir mal, wie ich das jetzt mache. Eins. Ach, du kannst mit zwei gleichen. Zwei. Ich dachte, du musst die zwei verschiedenen Felder ziehen. Okay, alles klar. Wir haben zumindest mal gesehen, was passiert. Nein, ich darf einfach nur mit zwei ein Feld ziehen. Jetzt habe ich einfach deinen Ritter besiegt. Dann werde ich wieder laufen mit Rittern. Eins, zwei. Ich werde einfach hier eine Stadt gründen. Gründest gleich deine letzte Stadt sozusagen. Ja, nicht eine Stadt, Entschuldigung. Dorf. Ein Dorf habe ich gehört, nicht eine Stadt, Entschuldigung. Ja, ist auch klar, warum man nur drei Städte noch gründen kann. Noch zwei, weil dann ist man ja schon ganz unten. Man kommt ja nicht mehr hoch. Ja. Ich werde hier am Wasser. Ne, die kommen auch hier. Kommen drei neue Jungstöchchen. Hier ist was los. Ne? Hier ist was los, ne? Mein Mekka. Mhm. Ja, das war natürlich, ich bin da mutig auf deinen Wahn. Ich laufe einfach hier lang und habe hier noch ein
Anlauf, da. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein guter Plan ist, aber ich würde jetzt halt einfach mal, ich würde jetzt hier nochmal ein Dorf bauen. Ja, ich glaube, am Anfang muss man sich einfach ausbreiten, man hat ja einfach noch Platz, kommt sie noch nicht so krass in die Quere, kriegst du nochmal ein Eben, Ackerland. Genau, darum ging es mir, das sind ja diese wertvollen Dinger. Ja, ich mache hier das auch. Du brauchst auch ein Dorf, auch noch mal, so ein Ding. Nochmal ein Ackerland. Und ich habe jetzt 15 beisammen, weil ich drei Ackerlande. Also die gelbe Zahl zählt beim Abgeben, die silberne quasi bei Spielende, wenn man es nicht abgibt. 3 mal 5 ist 15, so viel kann sogar ich rechnen. Und 15 ist, bedeutet, du bist jetzt immer noch so ein schäbiger Baron und ich bin schon ein Großherzog oder was weiß ich. Ja, was immer was danach kommt, ja. Die Anleitung ist noch auf Englisch. Wie weißt du das nicht? Ja, ich meine, ich weiß schon irgendwelche... Ich so rein privat. So irgendwelche Titel weiß ich vielleicht schon, aber hier, man kann es vielleicht nochmal hier sehen. König. Nee, die Anleitung ist auch wirklich nur schlanke 4 die Seiten. Ist total, total übersichtlich. Naja. Global Title. So, jetzt einfach mal... Bin jetzt hier, become Viscount, Count, Marquis and then Duke. Und als letztes natürlich König. Ah, okay. Da gibt es sicher deutsche Äquivalente, aber das behalte ich mich jetzt nicht. Graf? Ja, ja, irgendwie so Marquis. Okay. Also, irgendwas. Naja, das wird sich in der deutschen Anleitung wiederfinden. So, ich gebe auch ab. Ich habe nämlich auch 15. Ich habe schon, guck hier. Ja. 25. Angeber. Dafür hast du so eine Ritterarmee hier. Die werden jetzt hier wieder ins... Also schon, das hat man nicht gesehen, wenn ich hochgeguckt habe. Bin mit den beiden Rittern hier rübergelaufen und werde weiterhin diese Äcker, Felder da kultivieren. Ich werde hier auch alles kultivieren. Und jetzt gehe ich... Du hast da ja gerade niemanden. Dann gehe ich mit dem hier rüber. Eins. Und... Ich muss hier mal 3 ins Spiel bringen. Da werde ich jetzt schnell hier eine Festung bauen. Kriegt man auch so ein Ding, oder? Klar, du kriegst hier. Stay away from my country. Ich werde hier hinlaufen, hier, guck mal. Ja. Kannst du mit 2 Leuten ins Gebirge? Das geht schon, aber es würde einer reichen quasi, um es von meiner Seite nicht einnehmen zu können. Genau, warum? Genau. Ich darf nicht in ein Gebirge reinlaufen, wo ein Mann von dir steht. Vielleicht hast du den ja übersehen, aber ich ziehe jetzt natürlich schnell hier. Dann hast du dich da geblockt. Die Städte sind groß. Ja. Das ist... Okay. Ah, eine Bewegung habe ich noch. Hast du noch eine Bewegung? Ah, da komme ich jetzt nicht durch, verdammt. Eine Bewegung habe ich noch. Aber du kannst natürlich auch nicht weg. Ich kann tatsächlich nicht weg. Ne. Ich gehe nach hier. Naja, aber ich habe dich ja zumindest hier auch geblockt. Das ist blöd. Warte mal, ich gehe nach hier und nach da. So, ich habe nochmal zurückgemacht. Okay, wir kommen. Ich werde hier nochmal eine Stronghold gründen. Ach, Festung. Hier ist mein Hauptstadt. Ich baue einfach hier... Achso, und dafür kriege ich natürlich nochmal so ein Ding. Ja. Ah, du hast echt da diese Siedlungen, diese Ebenen hast du da für dich reklamiert. Das finde ich nicht gut. Na gut, ich werde hier auch ich finde es gut. Ne, das bauen, okay. Du kommst. Das mit der abgeschnitten. Ich glaube, es geht viel darum, so diese wertvollen Gebiete einfach... Sich zu schnappen, den Gegner davon wegzublockieren. Du kommst. Ich hole mir Ritternachschub in meiner Hauptstadt natürlich, da... pulsiert das Leben, kann ich dir sagen. Da ist wirklich so viel los. Tut mir leid, dass du da nicht eingeladen wirst. Es lohnt sich richtig. Ich würde sagen, ich hol mir die Gencon des Mittelalters. Ich hole mir auch Ritter, und zwar hier. Jetzt laufe ich mit dem hier hoch. Kann ich nichts gegen tun. Und dann starte ich gleich mal hier einen rüber. Dafür werde ich jetzt hier vorrücken. Ich ziehe mich schnell zurück. 1, 2.
Ja, das ist so ein bisschen Stellung, klar. Man muss dann, ah, okay. Achtung, Achtung, da kommen sie. Aber da kannst du, und das könntest du mit zwei Rittern kaputt machen. Und Du hast voll die Übermacht da hier. müsste ich auch zwei Ritter stehen haben. Nee, und ein Ritter und ein Ding, das wird das würde reichen. reichen. Okay, weil Ja. dann ziehe ich jetzt natürlich lieber schnell hier einen rüber. Eins. Und der andere zieht man hier runter. Obwohl, nee, da könnte er eigentlich auch dahin, oder? Ja. Okay, dann geht er auch dahin. Naja, ich baue hier einfach eine Siedlung. Ich habe eine Siedlung gebaut. Ich werde das hier hinten tun. Und kriege dafür wieder so ein fruchtiges Ackerland. Einfach blöd. Ich baue hier eine Siedlung. Krieg halt nur so einen billigen. Ich werde nochmal umtauschen, ich weiß nicht, wie es offiziell heißt. 15 Stück. Ein Titel erwerben. Oh, ich werde einen Titel erwerben. Natürlich, natürlich. Ich werde einen Titel erwerben und habe damit jetzt 30 Punkte. Ich werde auch einen Titel erwerben. Ich muss halt einen Punkt. Ah, nee, das ist auch genau 15. Ne? Ja, Ich okay. habe halt diesen einen Ja, Gebirge. Habe dann sind noch. 15. Kriegt auch einen Titel. Ja. Du bist dran. Gefühl, ein Zug hinten zu sein. Ich werde jetzt hinten auch mal meine erste Stadt gründen, hier am Wasser wieder. Okay, Und dafür kommst du damit, auch, ziehst du gleich. sehen wir gleich. Aber jetzt bist du ja auch schon wieder dran. Ich muss dich irgendwie ein bisschen mehr unter Druck setzen, aber ich bin in meinen Städten auch zu weit weg von dir. Das ist. Ich will mir nochmal drei. Meine gut rekrutierenden Städte sind einfach zu weit weg von dir. Ich hole mir nochmal drei und. Ganz kurz überlegen, wie ich da jetzt am besten vorgehe. Ich glaube, ich werde hier nochmal ein Dorf gründen. So ein Ackerlandplättchen. Oder Wiesenplättchen. 4 Punkte. Alle Ackerländer sind jetzt besetzt. Ist nicht gut. Oh, wir haben vorher was vergessen, aber Ja. ist nicht so schlimm. Da, wo ich deinen Ritter besiegt habe, da hätte ich natürlich eins von deinen Plättchen klauen dürfen. Oh. Das ist immer, wenn man quasi einen Ritter besiegt oder eine Stadt einnimmt, dann darf man quasi eins klauen, darf man auch aussuchen, welches. Kann man Oh. quasi ein teures nehmen. Das ist natürlich blöd. Ja, das macht nichts, das habe ich nur vergessen. Ja, es ist wie gesagt auch ein First Look Let's Play, trotz vierseitiger Anleitung. Ja. Darf man ja mal Und das, erklären. daran merkt man auch, man sieht ja auch, Das ist es schon ist wichtig dann, relativ ja. selten, dass einem das passiert. Weil man muss halt, ne, wenn man gut aufpasst, wobei ich glaube, bei vier Spielern ist es Das ist wesentlich schwierig. schwieriger, weil du ja drei Runden nicht rankommst, da sozusagen dafür zu sorgen. Aber es ist halt auch echt schmerzhaft, weil du verlierst nicht nur eins, sondern dein Gegner bekommt es auch noch. Also es ist schon echt. Eins und zwei erstmal. Mit dem hier rüber, mit dem hier Du willst mich da abschneiden, ich weiß genau, was du vorhast. rüber. Jetzt habe ich nämlich auch keine mehr in der Reserve. Ich kann jetzt gar nichts, gar nicht mehr hier Da ins muss man Spiel erst bringen. wieder was gründen. Ja. Ja. Dörfer hat man viele, die Ritter sind ja knapp bemessen. Gute Leute da zu Ich gehe finden. mal hier hin. Werde ich hier ein Dorf gründen. Kriegst du einen Acker? Da hast du ein Dorf gegründet.
Dorf und ein Ritter ist auch okay, oder? Ja. Dann ziehe ich noch da. Na ja, gut. Ziehe ich mich zurück. Eins. Was mache ich mit dem? Muss ich zwei? Ja. Ich also nee, du kannst eins oder zwei kannst du. Also bis zu zwei. Dann würde ich nur... Ein oder zwei. Jetzt gehe ich nur mit dem zurück in die Berge. Ziehst dich dahin zurück. Ja. Hm. Versteck dich. Ja. Habe ich dich immerhin da zurückgedrängt? Ich werde drei neue Ritter hier in diese Stadt bringen. Mhm. Ich baue hier einfach eine Siedlung. Das könnte ich in eine Stadt verwandeln. Das darf nur nicht eine andere Stadt angrenzen, ja, oder? Da werde ich das nämlich tun. Und das ist ja auch nicht mehr einnehmbar. Nee, ist nicht mehr einnehmbar. Dann komme ich hier eins runter und bin bei 50. Dann werde ich hier noch eine Stadt, eine Siedlung, da Stadtsiedlung, hier eine Siedlung gründen. Mhm. Ich nochmal. Und hier hinten reite ich nach hinten. Es wird eng im Land. Ja, ich bringe zwei hier ins Spiel. Nur zwei? Achso, ist ja nicht am Wasser. Ich habe auch nur zwei. Ich werde hier ein Dorf gründen. Und dafür nehme ich mir so eins. Mhm. Eins hier. Jetzt werde ich hier im Wald auch ein Dorf gründen. Das geht nicht. Im Wald kannst du keine Dörfer. Kann ich ja keine Dörfer gründen. Wie komme ich dann an diese Waldplättchen ran? Also doch, Entschuldigung. Du darfst keine Stadt. Entschuldigung. Keine Stadt. Keine Stadt. Okay. Darfst einen Wald. Okay, das passt genau auf. Oh nein. Und jetzt kriege ich das hier. Wie viele Ritter hast du momentan? Nicht viele. Ich werde hier zwei ins Spiel bringen. Okay, passt genau auf. Was? Jetzt? Ah nein, da ist ja schon wieder was. Oh ja. Zu früh am Morgen für mich. Aber daran merkt man schon, worauf es auf das Spiel nachher ankommt. Man muss halt später, wenn es zu komplex ist, musst du halt echt aufpassen, okay, wo ist denn eine Lücke in meiner Verteidigung? Ja. Ich gebe einmal ab, 16. Das eins ist quasi vergeudet. Jetzt bin ich schon auf noch einen Schritt und dann gibt es nur noch die Runde zu Ende gespielt. Mhm. Ich gründe hier ein Dorf. Mhm. Viererplättchen. Ich gründe hier ein Dorf. Auch Viererplättchen. Hier. Ich hole hier zwei Ritter. Mhm. Da wäre auch langweilig gewesen, mir gerade was falsch. Ja, das wäre langweilig gewesen. Oh Mist. Ich zeige den Leuten immer, wie man es nicht macht. Ich kann gar keine Stadt. Guck mal, es ist auch jetzt interessant. Ich kann keine Stadt gründen. Weil ich habe keine Siedlung, die zwei Felder von irgendeiner Stadt entfernt ist. Du bist gut im Ritterstellungskrieg, aber Städteplanung. Das ist nicht so gut, ja. Wisst ihr, ich habe es zu lange gewartet und jetzt kriege ich meine Stadt nicht mehr gebaut. Wieso ist hier ein Ritter durchgestrichen?
Nicht quasi. Darf man ja gar keinen haben eigentlich? Darf da keiner stehen? Ich guck nochmal. Das haben wir jetzt aber so gemacht. Nee, nur ob, wenn ein gegnerischer Ritter da ist. Ah ja, alles klar. Weil du kannst, gegnerischer Ritter kann ja alleine bei deinem Ding stehen. Genau, okay, verstehe. Das ist jetzt interessant, nur mal, um es einmal zu betrachten. Ich glaube, ich kriege wirklich meine Stadt nicht mehr gebaut. Die einzige Möglichkeit, meine Stadt noch zu bauen, wäre hier. Und da komme ich nicht hin. Aber kann man, im Gebirge kann man auch keine bauen? Doch, im Gebirge schon, aber guck mal, das Gebirge, es gibt kein Gebirge, was zwei Felder entfernt ist. Du hast recht. Es ist so eng geworden. Diese zwei Felder sind die einzigen, wo ich meine Stadt noch bauen kann. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich das Spiel beende, bevor du halt ganz unten bist. Ja, weil ich meine Stadt einfach nicht mehr bauen kann. Na gut. Ich gehe hier hin. Eins. Und hier hin. Hier hoch und mit dem nach hier. Ich baue hier einfach eine Siedlung. Schön im Gebirge, kannst du nichts dagegen machen. Ich werde hier hinten ein Dorf bauen. Hier ist ein Dorf und ich brauche noch so ein Ackerplätzchen. Das ist jetzt ein Rennen gegen die Zeit. Hier baue ich eine Siedlung. Also, ich tausche jetzt natürlich schnell um. 4, 8, 12, 15. Ja, bist jetzt 10 vor mir. Hui. Nachgedacht. 4, 2. Wenn ich, kurz, ne, weil die Runde wird ja nur zu Ende gespielt. Das heißt, wenn ich es beende, ist gleich zu Ende. Oh, okay. Weil natürlich wird nur gleich viel Runden werden gespielt. Okay, ja, ich gehe hier hin, zack, zack, hier oben. Gründ hier noch schnell ein Dorf. Ich gründe hier ein Dorf. Jetzt war's Schluss. Und ich muss, glaube ich, leider noch erstmal ziehen, bevor ich Punkte machen kann. Ich habe nirgendwo einen Ritter, den. Nee. Naja, ich würde natürlich eigentlich Richtung Ackerland reisen. Würde hier vielleicht. Würde hier vielleicht noch in den Wald reisen. Ja, und jetzt habe ich genau 15. Gebe die ab. Damit hast du 70. Ich habe 68. Stimmt, du hast ja noch ein Plättchen. Ja. Krass. Wirklich ganz knapp. Hätte ich noch einen Wald geerntet, hätte stimmt, ich 71. Du hast ja die Plättchen, die auch noch knapper, als man denkt. Ich muss gar nicht die 15 zusammenkriegen, weil ich die dritte Stadt hätte. Ich hätte wirklich nur einen Zug. Ich hätte jetzt noch einmal hier ernten müssen. Stimmt. Dann hätte ich mehr gehabt. Ja. Stimmt. Und ich habe, wenn du dir diese zwei Fehler hier nicht passiert, wenn hier hinten, wenn dann ich da dir nicht das geklaut hätte, hättest du gewonnen. Wäre es auf jeden Fall aufgegangen. Ja. Das interessant, sehr elegant wieder. Ja. Ist total zugänglich, wirklich, ist ja wirklich so zack, 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 zack. Die Runden gehen noch schneller als bei Discoveries. Und ich denke auch wirklich, es gewinnt nochmal deutlich mit 3 bis 4 Spielern, weil dadurch du wirklich, da musst du wirklich 3 Leute im Auge behalten, wo die ihr Zeug haben. Und trotzdem haben die ja genauso viel Zeug auf dem Plan. Der Plan ist doppelt so groß mit 4 Spielern. Und dann geht's richtig ab, glaube ich. Also mir hat's echt auch gut gefallen. Die Regeln, die haben wir jetzt schon drin. Elegant, ja. Erste Partie. Und freuen wir uns drauf. Wenn es rauskommt bei Pegasus, würde ich sagen, und ich vermute mal, dass es auch nicht mehr allzu lang dauern wird. Sollte nicht so schwierig sein, die 4 Seiten Regeln zu übersetzen. Und dann geht's los. Weil der Rest vom Spiel ist völlig sprachneutral. Sprachneutral. Ja, das war Barony von der GenCon 2015. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen, dass wir noch ein paar Sachen hier drehen können für euch. Und bis zum nächsten Let's Play. Ciao.